Schönen Vormittag, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zur Überbrückungshilfe für Künstlerinnen und Künstler. Heute mit Vizekanzler Werner Kogler, Finanzminister Gernot Blümel und unsere Staatssekretärin Andrea Mayer. Bitte schön, Herr Vizekanzler. Ja, guten Tag und Dankeschön für Ihr Interesse. Kunst und Kultur heute im Vordergrund mit der speziellen Idee der Überlegung und noch besser einem fertigen Konzept zur Förderung der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Ich werde jetzt keine Rede halten über die Bedeutung von Kunst und Kultur. Dass sie zu den wichtigsten Bereichen und Belangen in einer Gesellschaft gehört, ist klar, gerade in einer freien und demokratischen Gesellschaft. Aber das muss ja auch wer machen. Und der Beitrag der, in dem Fall, der freischaffenden Künstlerinnen und Künstler ist natürlich ein enormer. Es ist ein vielfältiger Schatz, für alle, jedenfalls für alle, die daran interessiert sind, und viele können und wollen ja ohne Kunst- und Kulturgenuss auch nicht auskommen. Da haben wir ja passiv und aktiv gelitten. Aber weil das so ein vielfältiger Schatz ist, sollten und müssen wir und wollen wir diesen auch schützen und fördern. Fördern kann man vor allem die Personen, die hiermit verbunden sind. Und wir danken auch für das Verständnis bei aller Kritik, die wir schon entgegennehmen mussten. Uns ist das völlig bewusst, aber wir danken für das Verständnis, das immer noch da ist, dass eben auch ein anderer Wert vorübergehend jedenfalls in den Vordergrund getreten ist. Es wird hier langfristig immer eine Abwägung bleiben, aber dass es auch um den Schutz von Gesundheit und Leben geht und massiv gegangen ist. Und damit um den Schutz der Schwächsten. Jetzt aber, nachdem wir am Montag, die Frau Staatssekretärin war ja schon dabei, über Lockerungen beim sogenannten Aufsperren gerade im Veranstaltungs- und damit im Kulturbereich berichten durften und auch über die Möglichkeiten des hoffentlich bald stattfindenden internationalen Austausches, geht es heute hier um die Förderung zum internationalen Austausch, wollte ich nur noch sagen, dass ja auch das von Bedeutung sein wird und wir auch ein paar internationale Beispiele wieder angeschaut haben. Nicht einfach, um immer nur zu sagen, wir sind die Besten, richtig bleibt aber trotzdem, wir sind bei den Ersten, die hier was ermöglichen wollen. Und wie es mit den Beiträgen und Förderungen für die Freischaffenden ausschaut, das kann sich dann, glaube ich, auch sehen lassen im internationalen Vergleich, gerade so wie der gestern präsentierte de facto Neustart des Härtefallfonds. Man muss es so sagen, ja, wir sind hier übereingekommen, dass die Unterstützung dort für Einpersonenunternehmen, Kleinstunternehmen, neue Selbstständige auf 6 Monate ausgedehnt wird, weil wir die Augen nicht verschließen davor, dass gerade in vielen Bereichen, wo Kleinstunternehmerinnen und Unternehmer tätig sind, die Beeinträchtigung länger dauert als 2-3 Monate, entweder unmittelbar durch Einschnitte oder durch den Nachhall dieses wirtschaftlichen Einschlags, den es nun einmal gegeben hat, deshalb dort 6 Monate, allein das ist de facto eine Verdoppelung in diesem Fonds und dann gibt es noch den Comeback-Bonus mit 500 Euro, also wenn Sie eine durchschnittliche Auszahlung von 1.000 Euro angenommen hätten, dann ist das eine Verdreifachung der Summe, die hier dann zur Auszahlung kommt. Deshalb meine ich Neustart und der Begriff Comeback-Bonus. Der Vergleich zu dem Fonds, den hier wir gleich noch einmal im Detail vorstellen werden, ist dort am klarsten, wo wir sagen, auch und gerade auch im künstlerischen Schaffensbereich haben wir es mit Beeinträchtigungen zu tun, die länger andauern als dieses berühmte Quartal, was jetzt in ganz Europa de facto der Gradmesser ist, zeitlich. Nein, wir gehen auch hier so weit, eine Unterstützung für die Freischaffenden von 6 Monaten anzuvisieren, anzusetzen, anzuberaumen zeitlich und das heißt mit der Zahl, auf die Sie sich erwarten, mit den 1.000 Euro pro Monat für die Freischaffenden relativ unkompliziert, wir werden es gleich hören, beantragbar. Also 6 mal 1.000 Euro ergibt in der Summe 6.000 Euro, die hier vorgesehen sind. Wir wissen, dass das nur eine Ebene ist, abschließend, wo wir korrigierend, helfend eingreifen sollen, ja auch müssen, wenn Österreich Kunst- und Kulturnation sein will und bleiben will, ist uns völlig bewusst, dass wir natürlich die großen Institutionen für die, zumindest für größere Teile der Ausfälle kompensieren müssen, die jetzt nun eben einmal stattfinden. Zweitens, wir haben auch die
Träger, die Trägervereine, die gemeinnützigen Trägervereine für viele Kulturinstitutionen, die ja dann, morgen wird das Gesetz dazu beschlossen, im Übrigen aus dem 700 Millionen Non-Profit-Organisationsfonds schöpfen können, dürfen und sollen. Und heute, hier und jetzt ist eben der Fonds für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler vorzustellen. Damit möchte ich einmal schließen und bin nicht genau informiert, wer fortsetzt. Herr Finanzminister, bitte. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wir haben aus den verschiedenen Hilfspaketen mittlerweile eine Höhe von 23,3 Milliarden an Liquidität rechtsverbindlich zugesagt. Da geht es um die verschiedensten Bereiche von Steuerstundungen über die Anträge zur Kurzarbeit, über die Übernahme von Garantien und so weiter. Die Corona-Krise betrifft ja jede Branche ein wenig anders und ist auch in jeder Branche mit unterschiedlichen Auswirkungen zu verzeichnen. Das Festspielhaus hat zweifellos andere Voraussetzungen als das Modegeschäft. Ein freischaffender Künstler hat andere Herausforderungen als der Tischler. Und deswegen braucht es auch in jeder Branche spezifische Hilfsmaßnahmen. Wir haben bisher im Bereich der Kunst und Kultur ja bereits einiges an Maßnahmenbündel auf den Weg gebracht. Wir haben den Künstlersozialversicherungsfonds um 5 Millionen Euro aufgestockt. Wir haben den Härtefallfonds massiv adaptiert, so wie es der Herr Vizekanzler gerade gesagt hat, mit drei großen Änderungen. Einerseits die Ausweitung des möglichen Zeitraums von 3 auf 6 Monate für die Beantragung, die Mindestauszahlungssumme auf 500 Euro erhöht und einen Comeback-Bonus von 500 Euro pro Monat dazugelegt. Weiters haben wir das Vereinspaket von bis zu 700 Millionen Euro auf den Weg gebracht und gestern auch 25 Millionen Euro für die Filmwirtschaft an Rückversicherungen vorgelegt, damit die Produzentinnen und Produzenten wieder beginnen können zu drehen. Wir sind damit auch das erste Land weltweit, das es ermöglicht, dass die Filmproduktionen jetzt wieder starten können, denn keine Versicherung der Welt ist geneigt, gegen Pandemien zu versichern und deswegen sind auch die Filmproduktionen auf Eis gelegt gewesen. Das ändern wir damit, wie gesagt, als erstes Land weltweit. Als Ergänzung zu diesen Maßnahmen im Kunst- und Kulturbereich wollen wir den angesprochenen Fonds für eine Überbrückungshilfe für selbstständige Künstlerinnen und Künstler in der Höhe von 90 Millionen Euro auflegen mit einer vorgesehenen Unterstützung von 1.000 Euro pro Monat. Vielen Dank. Frau Staatssekretärin, bitte. Dankeschön, sehr geehrte Damen und Herren, einen wunderschönen guten Vormittag. Es ist mir als Staatssekretärin für Kunst und Kultur eine wirklich besondere Freude, dass wir neben den vielen anderen Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung in dieser Corona-Krise jetzt auch für die Künstlerinnen und Künstler, insbesondere für die Freischaffenden, ein starkes Zeichen der Unterstützung setzen können. Ich danke allen Beteiligten daran, dass wir das so schnell jetzt in diesen Tagen abschließen können. Ich habe mich eben in den vergangenen Tagen mit dem Herrn Vizekanzler und dem Herrn Finanzminister auf die Einrichtung eines neuen Fonds verständigen können, der eine maßgebliche Erleichterung für die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler in Österreich in dieser schwierigen Zeit bringen wird. Die gesetzliche Grundlage für diesen Fonds werden die Parlamentsclubs der beiden Koalitionsparteien heute im Parlament einbringen. Mein herzliches Dankeschön gilt auch den beiden Kultursprecherinnen der Regierungsparteien, die hier sehr involviert und engagiert gearbeitet haben. Es geht uns, wie ich in den vergangenen Tagen schon mehrmals anklingen habe lassen, um eine schnelle, eine unbürokratische Hilfe für die freischaffende Szene. Die Abwicklung dieser Sofortfinanzierung wird über die Sozialversicherung der Selbstständigen erfolgen. Auch an dieser Stelle schon jetzt einmal einen herzlichen Dank an die SVS für die Bereitschaft und für die Zusammenarbeit. Wir haben uns deshalb auf diese zusätzliche Maßnahme geeinigt, weil wir wissen, dass viele Künstlerinnen und Künstler sich von den bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung noch nicht ausreichend aufgehoben und aufgefangen fühlen. Wir haben zugehört und jetzt handeln wir. Viele Künstlerinnen und Künstler haben ihre
Einzelschicksale, wie es ihnen geht in diesen Monaten, mit den Menschen, die unsere Hotline betreuen, besprochen. Ich habe auch zahlreiche Gespräche geführt, zum Beispiel mit einem Bekannten, der Maler ist. Er hat mir gesagt, er hat seit März ein Bild verkauft und das hat er eigentlich verschenkt. Und er denkt auch nicht daran, dass es in den nächsten Monaten besser wird. Er denkt, dass es in das ganze Jahr 2021 auch noch reichen wird, weil alle Leute haben jetzt andere Sorgen als Kunstkäufe. Ich habe mich mit einer tollen Autorin unterhalten, die ein Buch fertiggestellt hat. Ihre Lesereisen mussten abgesagt werden und da hat sie natürlich kein Einkommen und sie rechnet auch mit ganz geringen Verkaufszahlen ihres neuen Romans. Die Künstler und Künstlerinnen waren sozusagen die Ersten, die von dieser Krise ganz stark betroffen sind und sie werden unter den Letzten sein, die aus dieser Krise heraus wieder in eine Normalität zurückfinden können. Deshalb ist hier eine Überbrückungsfinanzierung ganz, ganz notwendig. Ausgezahlt werden soll diese Finanzierung an alle Künstlerinnen und Künstler, die in ihrem Beruf selbstständig versichert sind. Konkret geht es um einen Betrag von 1.000 Euro im Monat. Wurde schon gesagt, bezogen werden kann das Geld für 6 Monate. Es geht also um 6.000 Euro pro Künstlerin und Künstler als direkte Unterstützung. Insgesamt wird der Fonds mit bis zu 90 Millionen dotiert. Wichtig ist mir, dass die Sache unkompliziert abläuft. Wer in einer Notlage ist, soll das Geld so schnell wie möglich bekommen. Überprüft wird im Nachhinein. Wir arbeiten jetzt die genauen Richtlinien rasch aus. Wir kennen ähnliche Modelle. Wir haben uns bei den Nachbarn umgeschaut und umgehört. Aus Berlin, aus Baden-Württemberg, aus Bayern und aus der Schweiz. Auch dort wird Künstlerinnen und Künstler aus eigenen gesonderten Töpfen möglichst flexibel geholfen. Und ich freue mich sehr, sehr, dass wir das jetzt auch in Österreich ermöglichen können. Es ist mir sehr, sehr wichtig und es ist eine zentrale Aufgabe, in meinen ersten Tagen als Staatssekretärin dieses eigene Instrument für Künstler und Künstlerinnen zu schaffen, das treffsicher und unkompliziert auf ihre Bedürfnisse eingeht. Künstlerinnen und Künstler arbeiten oft und durchwegs in atypischen Verhältnissen. Sie haben unregelmäßige Einkommen, mögen zwar ein Ein-Personen-Unternehmen auf dem Papier sein, aber sicher keine Unternehmen im landläufigen Wort sind. An sie wollen wir uns mit dieser Maßnahme richten. Die Bundesregierung hat, das hat der Herr Bundesminister auch gestern in der Pressekonferenz mit den Filmschaffenden so schön formuliert, hat mit jedem Tag mehr Einblick in die Notwendigkeiten und in die Unterstützungsleistungen. Wir werden jeden Tag schlauer, was notwendig ist und was gemacht werden muss. Viele von diesen schwierigen Einzelfällen werden die neuen Bestimmungen des Härtefallfonds, die gestern präsentiert wurden, helfen. Mit dem neuen Fonds für Künstlerinnen und Künstler ist ein weiteres Angebot und ich sage, wir schaffen ein weiteres Angebot, weil ich weiß, dass das der gesamten Bundesregierung ein Anliegen ist, dass sich niemand alleingelassen fühlt. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch Folgendes sagen. Wichtig ist mir bei all dem vor allem der Zweck, der hinter dieser Maßnahme steht. Das künstlerische Schaffen in Österreich darf nicht stillstehen. Diese Pandemie darf nicht dazu führen, dass wir einen Bruch haben in der Autorentätigkeit, der Malerei, dem Songschreiben, dem Komponieren, wo auch immer. Kunst und Kultur sind wichtige Säulen unserer Gesellschaft, gerade hier in Österreich. Und ich bin froh, dass wir heute ein Zeichen von Seiten der Bundesregierung setzen können, mit dem wir zeigen, ihr seid uns nicht egal, liebe Künstlerinnen und Künstler.
Wir alle sind derzeit mit Umständen und Lebensrealitäten konfrontiert, die die meisten von uns sich bis vor wenigen Wochen nicht einmal vorstellen konnten. Das ist für viele tragisch und existenzbedrohend, keine Frage. Aber es ist auch ein Anlass für Reflexion, für neue Denkanstöße, für neue Visionen. Das ist die Uraufgabe von Kunst, die vom Staat ermöglicht werden muss. So bleibe ich abschließend mit dem Dank an die Bundesregierung, dass wir so schnell hier zu einem Ergebnis kommen könnten und allen, die jetzt bei den Verhandlungen so gut eingebunden waren und dass dieser Antrag heute eingebracht werden kann. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ihre Fragen bitte. Frau Harter von der APA, glaube ich. Guten Vormittag, Sonja Harter von der APA. Ich habe mehrere Fragen, aber die hängen zusammen. Ab wann wird die Antragstellung möglich sein? Wird es auch rückwirkende Auszahlungen geben für Menschen, die jetzt die letzten 3 Monate überhaupt nichts bekommen haben? Mit wie vielen Künstlern rechnen Sie insgesamt, die Anträge stellen? Und was ist mit jenen, die bereits etwas von anderen Fonds bekommen haben, dürfen die da jetzt trotzdem auch ansuchen? Dieser Antrag wird heute ins Parlament eingebracht. Es ist jetzt dann die parlamentarische Beratung. Die Beschlussfassung ist Ende Juni. Wir arbeiten natürlich im Hintergrund jetzt die Richtlinien aus, sodass sofort nach Inkrafttreten des Gesetzes eine Antragstellung möglich ist. Und nachdem es sehr flexibel und unbürokratisch sein soll, gibt es im Juli Auszahlungen. Unsere Zielgruppe sind ca. 15.000 Personen. Bekommen die dann ab Juli 1.000 Euro bis Weihnachten oder bekommen sie vielleicht auf einmal 3.000 Euro, um die vergangenen Monate zu kompensieren? Die Auszahlungsmodalitäten sind noch Gegenstand der Verhandlungen in den Richtlinien. Aber es wird so sein, dass wir größere Beträge auszahlen und nicht nur monatlich, sondern gleich größere Beträge. Frau Banzenböck vom Falter. Ich habe gleich eine Frage zu diesen 15.000. Wie kommen Sie auf die Zahl von 15.000? Dann würde mich noch interessieren, Sie haben ja selbst mit dem Beispiel des Malers gesagt, das wird wahrscheinlich noch bis 2021 hineingehen. Sind dann diese 6 Monate genug? Hat man sich schon überlegt, wie das weitergehen kann? Und dann würden mich noch die, ich weiß, das ist heute nicht Thema, aber trotzdem die großen Institutionen interessieren, ob es da schon einen Zeithorizont gibt, wann man weiß, wann zum Beispiel die Bundestheater eine finanzielle Absicherung kriegen werden. Danke. Ich habe jetzt nicht mehr im Kopf Ihre erste Frage. Die erste Frage bezog sich auf die Zahl der 15.000. Sie haben gesagt, eine Zielgruppe von 15.000 Künstlerinnen und Künstlern wollen Sie damit, meinen Sie mit diesen 1.000 Euro pro Monat? Das sind die Künstlerinnen und Künstler, die selbstständig in der SVS versichert sind. Das ist die Zielgruppe. Daraus haben wir die Zahl. Wir sind froh, dass wir es jetzt einmal geschafft haben mit den 6.000 Euro. Ist, glaube ich, eine gute Überbrückungsfinanzierung. Alles andere ist im Fluss. Der Zeithorizont für die Institutionen, ja, das ist die nächste Aufgabe, dass wir gemeinsam schauen, wie wir die Kulturinstitutionen gut durch die Krise bekommen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, auch mit den Bundesländern. Da werden wir auch sehen, was im MPO-Fonds möglich ist, auch für Kunst und Kultur. Es soll niemand zurückgelassen werden. Wir möchten keinen Künstler verlieren und auch keine Kulturinstitution. Frau Fellerer von ORF, bitte. Ich habe 3 Fragen. Das eine ist, habe ich es richtig verstanden, es geht jetzt nicht mehr so, dass man vorher über den Härtefallfonds anfragt, sondern man macht direkt die Anfrage über diese Überbrückungsfinanzierung. Das wäre meine 2. Frage. Ist das der Titel, dem Sie diesen Fonds geben? Nennt sich der Überbrückungsfinanzierung? Und die 3. Frage ist, Sie sprechen von 15.000 Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt in Österreich ja erwiesenermaßen wesentlich mehr.
Ist für die auch irgendeine Überbrückungshilfe oder Überbrückungsfinanzierung angedacht? Und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage, die mir von der Innenpolitik mitgegeben wurde für den Herrn Minister Blümel. Und zwar, wird das Budget nun beschlossen oder nicht? Und wenn ja, ob mit oder ohne Corona-Milliarde? Möge ich bitte mitstellen. Ja, gedacht ist, dass man direkt beim Überbrückungsfonds ansuchen kann. Es wird über die SVS abgewickelt. Ich glaube, mit 15.000 ist einmal eine sehr große Zielgruppe erreicht. Es ist natürlich immer so, dass bei diesen Maßnahmen es ist nicht möglich, alle zu erfassen. Aber es gibt eben verschiedene Hilfsinstrumentarien, die die Bundesregierung schon geschaffen hat. Und wer nicht in diesen Fonds, von diesem Fonds sich angesprochen fühlt oder hier nicht unterkommen kann, hat natürlich auch die Möglichkeit, beim Härtefallfonds anzusuchen. Natürlich, das Budget liegt ja seit einiger Zeit auch im Parlament zur Debatte und wird auch heute beschlossen werden, davon gehe ich aus. So wie wir es auch eingebracht haben mit den 28 Milliarden Euro Überschreitungsermächtigung. Was wir darüber hinaus tun werden, ist genau zu präzisieren, über welche Rubriken sich diese 28 Milliarden Euro verteilen. Das war ein Punkt, wo sich manche Experten nicht ganz einig waren. Da sind wir gerne bereit, auf sachliche Anregungen zu reagieren. Herr Koulioukakos von Servus TV. Ich habe an die Frau Staatssekretärin, und zwar, wann wird es in Österreich wieder Tanzveranstaltungen geben? Es gibt sehr große Tanzfestivals, national, international, in allen möglichen Stilrichtungen. Und die zweite Frage ist, die Kinos sind jetzt kurzfristig wieder in Betrieb. Was hat Sie dazu bewogen, diese Maßnahme jetzt kurzfristig so zu setzen? Und an den Herrn Finanzminister noch eine Frage. Die Zahlen im Budget sind ja jetzt teilweise nachgereicht worden, aber einnahmenseitig bleibt es jetzt dabei. Warum da nicht nachgereicht? Warum gibt es da keine neuen Zahlen? Das Budget, so wie wir es vorgelegt haben, ist ein Corona-Krisenbudget. Das haben wir auch immer gesagt. Es ist aber wichtig, dass es beschlossen wird, weil hier viele Maßnahmen abgebildet sind, die gut und wichtig sind. Zum Beispiel mehr Planstellen für Richterinnen und Richter, mehr Geld für die Polizei, für den Klimaschutz und vieles andere. Was natürlich nicht möglich ist, ist derzeit eine valide Einnahmenschätzung vorzulegen, weil sich auch die Zahlen regelmäßig ändern. Wir sind in einer noch nie dagewesenen Krise und die Schätzungen, was das BIP-Wachstum betrifft, die divergieren von minus 3,5% bis zu minus 9%. Und deswegen sagen auch die Experten, dass es frühestens im Herbst Sinn macht, einen Kassensturz zu machen. Das werden wir dann auch tun. Was wir jetzt tun, ist, dass wir die 28 Milliarden Euro, die an Überschreitungsmöglichkeit ja schon im Budget eingebracht worden ist, so liegt das ja seit einiger Zeit im Parlament, dass wir diese 28 Milliarden ein wenig verteilen und klarer darstellen, über welche Rubriken sich die ziehen könnten. Das ist die Anregung, die es auch gegeben hat. Darauf gehen wir gerne ein. Und jetzt zum Tanz. Ja. Der Herr Bundesminister Anschober und ich konnten am Montag ankündigen, wie die Öffnung im Kunst- und Kulturbetrieb wieder möglich sein wird. Und dabei ist uns eigentlich mehr gelungen, als vorher abzusehen war. Und das ist eigentlich sehr gut aufgenommen worden. Natürlich ist die ganze Öffnung und der Kulturbetrieb steht jetzt unter den Aspekten auch der gesundheitspolitischen Notwendigkeiten. Wir haben alles, was möglich ist, getan, um jetzt zu einer Öffnung zu kommen. Und der Herr Bundesminister hat ja auch angekündigt, im Juni jetzt den ersten Öffnungsschritt zu evaluieren und dann für den Herbst weitere Signale zu setzen. Und wenn sich die Zahlen der Corona-Krise weiter so entwickeln, bin ich zuversichtlich, dass wir zu weiteren Kunst- und Kulturangeboten kommen können. Mir ist es natürlich ein großes Anliegen, dass das Kunst- und Kulturleben in all seiner Vielfalt und in all seiner Breite wieder möglich ist. Das ist ganz, ganz wichtig, aber wir sind eben noch in einer Pandemie und müssen schauen, dass wir da gut durchkommen. Die Kinos, ich glaube, es ist wichtig, dass wir in Österreich auch wieder Film erleben können im Kino, im Kinosaal. Es ist ein magischer Ort, den wir
glaube ich, hier alle lieben. Kinos können nicht anders beurteilt werden als Theater. Und deshalb ist der erste Öffnungsschritt jetzt mit 29.05. Eine Frage noch von der APA, von der Frau Harter. Ich habe noch eine Nachfrage zu den Kinos. Die Überraschung war gestern relativ groß, dass es ab morgen stattfinden wird. Haben Sie vorab mit den Kinobetreibern gesprochen? Und eine zweite Frage ist, die oberösterreichischen Nachrichten schreiben heute, dass in Autokinos nur 100 Autos sein dürfen. Stimmt das und auf welcher Grundlage wäre diese Entscheidung getroffen worden? Wir haben mit den Vertretern der Kinobetriebe auch vorigen Freitag in unserem gemeinsamen großen runden Tisch gesprochen und natürlich habe ich die, nicht alle, aber einzelne Kinobetreiber auch vorab über diesen ersten Öffnungsschritt informiert. Zur Autokino-Sache in Oberösterreich kann ich jetzt eigentlich keine Details sagen. Noch eine Frage an den Herrn Finanzminister, und zwar werden die EPU-Steuern oder sollen die verändert werden? EPU-Steuern? Wir arbeiten ja gerade an einem großen Comeback-Paket auch für die Zeit nach der unmittelbaren Krise und überlegen, wie wir hier angebotsseitige und nachfrageseitige Maßnahmen setzen können. Viele Pakete sind ja schon auf den Weg gebracht worden. Einerseits das Wirtepaket, wo es ja auch um steuerliche Anreize geht, weil es hier eine spezielle Herausforderung gibt. Auch schon vor der Krise war es schwierig, ein Gasthaus zu betreiben, gerade in Bereichen, wo nicht so viel Umsatz zu machen war. Wir schauen uns die einzelnen Bereiche sehr detailliert an und versuchen hier zielgerichtete Maßnahmen zu setzen. Das ist ein längerer Prozess, da sind noch nicht alle Pakete klar, aber sobald die fertig sind, werden sie Schritt für Schritt präsentiert. Gut, danke schön. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann danke fürs Interesse und fürs Kommen.